Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Bundesratsmitglieder, geschätzte Abgeordneten zum Europäischen Parlament, liebe Zuhörerinnen und Zuseherinnen auf der Tribüne, freut mich ganz besonders, dass auch die Elisabeth Dieringer-Kranzer als ehemalige Landtagsabgeordnete heute hier bei uns ist und unsere Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl. Und ich hoffe, du wirst uns als zukünftige Vertreterin von Kärnten in Brüssel dann vertreten. Ja. Maßnahmen für ein leistbares und sicheres Leben, insbesondere vor dem Hintergrund der illegalen Migration und Teuerung, haben wir natürlich bewusst gewählt, weil es eines der brennendsten Themen oder die brennendsten Themen in unserem Land sind, die viele Menschen bewegen. Und leider ist das Leben für viele in unserem Land nicht mehr leistbar und leider ist das Leben auch für viele in unserem Land nicht mehr sicher. Und deshalb braucht es Politiker, die diesen Selbstzerstörungskurs unserer gesellschaftlichen Strukturen beenden, die dem ein Ende setzen. Es braucht wieder Politiker, die Interessen des eigenen Landes vertreten und der eigenen Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Und diese Politiker und diese Interessensvertretung wird es wohl nur geben, wenn die Freiheitlichen sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene gestärkt werden und in Regierungsverantwortung kommen. Der Begriff aus der Wortmeldung von der Frau Kollegin Schaar, die für das Thema verantwortlich ist, sehe ich das nicht, dass hier etwas passieren wird. Sie hat ja das Ganze noch verteidigt, wie ihr das ja auch tut in euren Reden. Und dass eine Fraktion illegale Migration als problematisch sieht, der Präsident hat schon erwähnt, es sind die Grünen und heute an dieser Diskussion nicht teilnehmen, hier im Kärntner Landtag. Sie sagen, das ist ein stigmatisierender, populistischer Begriff, der dem Vokabular der Rechten und Rechtsextremen entspricht. Illegale Migration hat der Herr Innenminister Kahner bei seinem letzten Auftritt in der ZIP 2, ich glaube fünfmal, habe ich gezählt, erwähnt. Aber die Grünen sehen es als rechts- und rechtsextrem. Also sie sitzen mit dem Herrn Kahner aber in einer Regierung. Sie verweigern hier die Diskussion in der Europäischen Stunde und genau sind es die, die immer sagen, wir brauchen europäische Lösungen. Wir brauchen Lösungen auf europäischer Ebene, aber sie verweigern hier die Diskussion darüber. Aber ich finde es gut und die Kärntnerinnen und Kärntner haben gut gewählt und das soll auch so bleiben, dass die Grünen hier nicht im Kärntner Landtag sitzen und ich würde mich auch freuen, wenn so anderen Ihnen auch passiert. Ja, wie schaut es denn mit der Sicherheit in unserem Land aus? Sie ist schockierend, würde ich sagen. Sie ist alarmierend. Es werden Schwerstverbrechen begangen. Und das nicht nur in Wien, in Großstädten, wo auch immer. Nein, es gibt Schlägereien in Kärnten, in Ferlach, bei uns auf den Straßen, in Klagenfurt. Es gibt Messerattacken in Wien, zuletzt auch in Vorarlberg wieder. Fast täglich. Es gibt Vergewaltigungen von Frauen, ja sogar Kindern, die dann auch noch gefilmt werden, bis hin zu bestialischen Morden. Und was tun die Regierenden? Sie stecken den Kopf in den Sand, sie relativieren, sie verharmlosen. Es gäbe ja auch Straftäter aus österreichischen Kreisen, die hier Straftaten begehen. Also ich muss sagen, es ist beschämend. Es ist beschämend und ein Schlag ins Gesicht der Frauen und Kinder, wie man mit diesen Themen umgeht. Wo ist die Verantwortung? Wo ist die Verantwortung für die eigene Bevölkerung? Wo ist die Verantwortung für die eigenen Frauen, für die eigenen Kinder, die man in unserem eigenen Land einmal schützen sollte? Wann folgen endlich Taten von der regierenden Politik in unserem Land? Stattdessen erleben wir immer wieder leere Worthülsen und Inszenierungen. Wir haben gerade jetzt den Herrn Kahner durch Wien spazieren gesehen mit seinen Polizisten und gleich ein paar Stunden später haben wir wieder Messerstecherei dort auf diesem Platz gehabt. Und deshalb fordern wir nochmals, und wenn wir noch so sehr dafür kritisiert werden als Freiheitliche, weil wir stehen dazu, einen sofortigen Asylstopp, damit keine weiteren Gewalttäter in unser Land hereinkommen, die Abschiebung von straffälligen Tätern und auch die Herabsetzung der Strafmündigkeit. Das sind ganz klare Forderungen. Die Politik ist gefordert, diese Maßnahmen entsprechend auch gesetzlich zu verankern, damit sie auch umgesetzt werden können. Und das erwartet die Bevölkerung. Das erwartet sich die Bevölkerung. Und dann vielleicht noch ein paar Worte zum leistbaren Leben. Also, dass sich die Menschen vielleicht in unserem Land das Leben wirklich
zum Teil nicht mehr leisten können, ist, glaube ich, allen bekannt. Das ist ja heute schon erwähnt worden auch. Es gibt ja auch ein Inserat von Herrn Kollegen Seiser, der natürlich wieder die Verantwortung auf Bundesebene abschiebt und der Bund muss was tun, die EU muss was tun, alle anderen müssen was tun. Nur im eigenen Land ist man zwar an der Macht, aber tut nichts. Die Redezeit ist abgelaufen, Herr Kollege. Letzter Satz, Herr Präsident. Deshalb unsere Forderung, wir werden heute noch einen Dringlichkeitsantrag einbringen und der ist dringlich, gebt es den Menschen zumindest die Dividende zurück, die ihr jetzt von der Kehlack kassiert, die den Menschen zu Unrecht das Geld aus der Tasche gezogen wird.